Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Erklärt. In der letzten Folge haben wir den Überfall im Dorf überlebt und das war ziemlich nice, denn wir haben coole Items bekommen, wie zum Beispiel den Sattel und das bedeutet, wir können uns bald ein Pferdchen holen oder wir haben sogar zwei Sättel, also mehrere Pferde. Aber wir haben, wie gesagt, viele Sachen bekommen und das bedeutet, dass hier langsam unsere Lagermöglichkeiten so ein bisschen voll sind, also gerade die Kisten hier, die sind alle schon ziemlich voll und was wir noch nicht so richtig haben, ist ein Lager. Und das werden wir heute machen. Ich werde euch also zeigen, wie man ein cooles Lager baut. Und das Lager wollten wir nach hier unten bauen, also die Leiter runter. Und wir wollten das auf der Höhe machen von dem Fluss. Und das bedeutet, ich laufe jetzt hier erstmal hin und gucke, auf welcher Ebene der Fluss ist, damit wir uns so weit runter bauen können. Auf diese Höhe hier soll es im Endeffekt. Und das hier ist Höhe Y63. Das bedeutet, wir müssen da jetzt reingehen und uns bis 63 nach unten bauen. Und dann werden wir da unten mal das Lager anfangen. Ich habe mir hier schon ein paar Items zusammengesucht, die wir fürs Lager brauchen könnten. Ich will das Lager insgesamt so im ähnlichen Stil machen wie das Haus, das bedeutet so mit Quarz und mit halt zwei verschiedenen Sorten von Holz. Und jetzt gucken wir mal, wir sind jetzt auf Ebene 75, das bedeutet, wir müssen doch noch ein bisschen weiter nach unten. Bis 63, ich hoffe mal, hier kommt keine Lava. Sieht gut aus. So, also bis hierhin und dann müssen wir hier mal geradeaus uns buddeln, bis wir dann den Fluss finden. So, mal gucken. Der müsste ja, oh, das ist Gravel, glaube ich. So, zack. Der müsste hier gleich irgendwo kommen, hoffentlich. Ja, hier sieht das doch schon gut aus. Zack, hier ist dann der Fluss. Und dann kann man von hier so da reingehen. Das ist ja so unser Plan, so mehr oder weniger. Und ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen aushöhlen. Das ist ja nicht so spannend. Und dann können wir hier auch schon das Lager reinbauen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Wobei ich, glaube ich, nochmal schnell schlafen gehe und es dann mache. Nicht, dass da irgendwelche Zombies wieder im Dorf ihr Unwesen treiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das Ganze ausgehöhlt habe. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was ausgehoben und hier oben soll dann der Gang sein, der nach oben geht quasi, also zur Leiter. Und ich habe mir überlegt, ich mache das hier auch wieder mit dem entrindeten Holz quasi. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Jetzt habe ich jetzt überlegt, dass wir hier dann quasi noch so eine Reihe Blöcke machen. Also mit hier so mit zum Stamm eben. Dann machen wir das gleiche hier nochmal und daneben auch nochmal. So, und dann haben wir halt insgesamt so drei, also hier kommen dann natürlich Kisten hin und dann haben wir hier so insgesamt drei, wie nennt man das, drei Abteilungen quasi. So, und dann habe ich mir überlegt, dass man hier dann den Ausgang macht, und zwar mache ich die hier nochmal weg, so. Dann machen wir das nämlich hier so hoch, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann machen wir hier nochmal entlang, dass das Ganze dann im Endeffekt so aussieht, jetzt brauche ich nur nochmal welche davon. So, und dann machen wir hier vorne halt so einen kleinen Steg hin, und zwar habe ich eine Axt, ja, ich habe eine Axt, super. Mache ich die hier nochmal weg, so. Und so machen wir dann hier noch so einen Steg nach draußen, so sind das dann insgesamt, ich würde sagen, bis hier machen wir das dann. So, dann haben wir da, glaube ich, vier Blöcke. 1, 2, 3, 4. Da unten ist noch Eisen, das hole ich auch gleich nochmal. Erstmal aber noch ein bisschen mehr Holz, so. Dann das Ganze hier auch nochmal entlang. Hier ist auch nochmal Eisen, das werde ich auch gleich noch abbauen. Und dann machen wir da drumrum nochmal, wie das halt oben auch ist. Quarz, genau. Weil oben haben wir das ja auch so gemacht, dass wir quasi immer Holz haben. Und dann nochmal eine Umrandung drumrum mit Quarz. Und das würde ich dann hier auch machen. Und zwar schnappen wir uns dann einfach das Quarz und bauen das dann hier einmal um das Holz herum und dann auf dieser Ebene. So, muss ich das nochmal schnell hier wegkloppen. Denn hier zack, 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 zack. Und dann hier den Block nochmal weg. Und dann hier unten weiter, wobei wir diesen Raum hier, diesen Hohlraum, den fülle ich mal aus. Nicht, dass da irgendwelche Viecher drin spawnen. Das ist nämlich super nervig, wenn man dann immer die Geräusche gehört. So, und dann würde ich es eigentlich schon so lassen. Dann müssen wir natürlich hier später noch die Felsen so ein bisschen hübscher bauen. Und dann können wir nämlich drinnen weitermachen. So würde ich sagen, machen wir hier dann zunächst einmal den mittleren Teil, also den Fußboden rein. Und der geht dann bis hier hinten. Und hier vorne ist ja einmal die Treppe nach oben. Und da würde ich gleichzeitig hier auch noch eine Treppe nach unten machen, wo wir dann eben in die Höhle gehen können, wo wir dann farmen und so weiter. Das wäre, glaube ich, so die beste Möglichkeit, weil ich habe das immer gerne in der im Lager tatsächlich, dass man auch vom Lager aus direkt in eine Mine kann. Oder beziehungsweise, wenn man halt von der Mine nach draußen kommt wieder, dass man halt direkt seine Sachen halt einsortieren kann. Was sonst immer so nervig, wenn man so ultra weit laufen muss. Und hier muss auf jeden Fall wieder Licht rein. Dafür nehme ich Glowstone tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der Glowstone reichen wird für alles, was wir vorhaben. Aber ich hoffe einfach mal. So, und dann nehme ich hier nochmal dunkles Holz für den Fußboden. Und das machen wir hier dann einmal drumherum. So, und hier vorne auch. Zack, zack, zack. Es wird schon wieder Nacht. Das bedeutet, ich muss gleich nochmal pennen gehen. Weil, wie gesagt, die Zombies und so sollen ja im Dorf nicht unbedingt rumlaufen. So, und dann machen wir hier nochmal so eine Säule hin. Und daneben auch noch eine, ja genau, daneben auch noch eine. Und dann machen wir nämlich hier wieder natürlich entrinnen und so weiter. Zack, zack, zack. Und dann machen wir hier nämlich auf dieser Seite eine Treppe nach unten oder eine Leiter nach unten vielmehr. Hier machen wir dann einfach
ja, so diese Standardsachen nennen, die man noch so hat, so eine Workbench und Öfen und sowas. Und hier geht's dann halt nach oben zum Haus dann im Endeffekt. Und hier machen wir nochmal Teppich drauf. So, damit man den Glowstone nicht sieht. Das ist nämlich super, also das ist echt eine Taktik, die ich super oft benutze, dass ich einfach Glowstone da hinsetze und dann Teppich drauf und dann sieht man es nicht mehr. Das ist dann halt ziemlich entspannt. Und wie gesagt, ich finde Glowstone sieht halt einfach nicht so gut aus. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Wolle. Erstmal gehe ich jetzt schnell pennen und dann machen wir nochmal mit dem Lager weiter. So, ich habe da vorne übrigens mein ganzes Zeug eingelagert, was wir noch brauchen können, weil wie gesagt, die Kisten hier oben sind schon einfach voll. Und es, denke ich, wird auf jeden Fall höchste Eisenbahn hier jetzt, dass wir mal ein Lager bauen. Weil so kann das echt nicht weitergehen. Und das Lager wird nicht riesengroß, also es wird eher so ein Anfangslager quasi. Aber so für ein riesengroßes Lager haben wir halt theoretisch die Ressourcen auch noch gar nicht. Oder für so ein automatisches Lager. So, und dann würde ich sagen, machen wir schon mal diese Seite hier fertig. Damit ihr mal so eine Idee habt, wie das Ganze aussehen soll. Und zwar brauchen wir dafür noch mehr Fichtenholz. So, brauchen wir noch was? Ich glaube nicht. Das müsste erstmal reichen auf jeden Fall. Dann platziere ich hier schon mal die Workbench. Platzieren wir hier in die Wand rein, damit wir gleich auch arbeiten können. So, und das erste, was wir machen, ist erstmal hier die Blöcke nochmal weg. Ich mache erstmal so einen Abteil quasi fertig, denke ich. Ich glaube, das ist das Schlauste. So, dann buddeln wir hier noch ein paar Blöcke weg. Und dann stellen wir nämlich hier Halbsteine hin. Habe ich Halbsteine? Ja, ich habe Halbsteine. So, und dann müssen wir natürlich auch diese unteren Blöcke nochmal wegmachen. Und da stellen wir dann eben kein Fichtenholz hin, sondern Oakwood, also Eiche. Damit das Ganze hier noch so ein bisschen aussieht, als würde es noch tiefer nach unten gehen. Und dann machen wir hier unten erstmal so eine gewisse Beleuchtung hin, so eine Untergrundbeleuchtung für die Kisten quasi, weil hier oben drauf kommen jetzt quasi die Kisten. So, und dann mache ich hier drumherum nochmal alles weg, damit man hier halt die Steine nicht sieht, weil an Kisten kann man ja immer so ein bisschen vorbeigucken und dann würde man halt die Steine sehen und, ja, keine Ahnung, kann man natürlich machen, aber ich finde es halt nicht so cool. Und dementsprechend mache ich hier dann Fichtenholz hin und da, wo ich jetzt freigelassen habe, also ich mache zweimal Fichtenholz und dann mache ich einmal Oak-Stämme und die lasse ich auch als Stamm, die mache ich also nicht hier kaputt und so weiter. Und dann stelle ich hier nochmal Halbsteine hin, so in etwa. Und dann lasse ich da bewusst den einen Halbstein weg, weil jetzt kann ich immer noch hier die Kiste aufmachen. Und es sieht halt so aus, als wäre das ein ganzer Block, aber ist es halt nicht. Und so kann ich halt die Kiste dann trotzdem noch aufmachen. Und wenn das ein ganzer Block wäre, könnte ich die Kiste halt nicht mehr aufmachen. Und ja, wir wollen ja die Kisten im Lager im Optimalfall aufmachen, das wäre natürlich das Beste. So. Und hier oben machen wir das dann auch nochmal. So, platzieren wir dann hier wieder die Fichtenholzblöcke, wovon ich noch mehr brauche. Und ich hatte noch was, okay, egal. Ich brauche eh ziemlich viel davon, so. Und dann platzieren wir hier oben wieder das Oakwood. Und diesmal können wir die Blöcke hier aber weglassen, weil hier machen wir jetzt wieder dasselbe. Das bedeutet, hier machen wir Halbsteine hin und hier auch. Das bedeutet, dass wir hier die Kisten wieder aufmachen können. Aber es sieht halt so aus, als wären das ganze Blöcke. Und jetzt brauche ich nochmal mehr Kisten. So, crafte ich mal, glaube ich, aus dem Fichtenholz hier. Das wird natürlich auch wieder sehr teuer, so viele Kisten hier zu craften, aber... Ne, was soll man machen? So funktioniert halt ein Lager mit vielen Kisten. So... Und so sollte das Ganze dann im Endeffekt aussehen. Jetzt muss ich das Ganze hier, glaube ich, nochmal ein bisschen höher machen, die Decke. Wobei, das mache ich, glaube ich, später, weil die Decke soll halt noch so ein bisschen gewölbt sein. Aber wie gesagt, das mache ich dann später. Und genau sowas hier werde ich jetzt hier auch nochmal in die beiden hier machen. Wobei ich in der Mitte wahrscheinlich dieses Element hier weglasse und einfach noch mehr Kisten dahin stelle. Aber hier, dieses hier wird dann genauso sein und auf der anderen Seite spiegele ich das dann auch nochmal genauso. Und dann würde ich sagen, wenn ich das fertig habe, dann melde ich mich nochmal. So, ich habe jetzt hier beide Seiten soweit fertig schon mal. Ich musste tatsächlich noch ein bisschen Glowstone sammeln und auch Wolle habe ich jetzt nochmal gefarmt. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Decke. Und zwar werden wir die jetzt fertig bauen. Und zwar platzieren wir dafür erstmal nochmal diese Blöcke hier. Und zwar machen wir hier oben überall nochmal einen drauf. Und jetzt bin ich schon runtergefallen, super. Ne, wir platzieren da überall einen drauf und dann platzieren wir nämlich in der Mitte hier nochmal zwei, die so gehen. So, und das bedeutet den da auch wieder weg. Zack, zack, den da weg, den da weg, den da weg und den da weg und den hier müssen wir auch noch weg machen. Und dann dazwischen immer so längs nochmal zwei davon platzieren und die, die längs sind, die lassen wir auch mit Rinde quasi und die anderen werden wir aber entrinden. So bedeutet diese, oh ja, okay, ich habe schon mal direkt falsch gemacht, super. Zack, da noch einen hin, so. Und die anderen, wie gesagt, entrinden wir, also diese Säulen quasi werden entrindet und die Balken nicht. Dann sollte das in etwa so aussehen. Was wir dann machen, ist so ein kleines Gewölbe quasi und zwar platzieren wir dafür hier dann einen Block, dann machen wir hier in der Mitte nochmal welche weg, so. Also hier einen Block, dann hier wieder welche und ganz oben nochmal einen. Das machen wir jetzt hier auf der ganzen Länge einmal, wobei wir die Zwischenräume noch ein bisschen anders machen, und zwar nehmen wir dafür Fichtenholz. So, ich zeige euch, wie ich das meine. Habe ich überhaupt eine Schaufel? Ich habe nicht mal eine Schaufel dabei, das ist ganz schön sad. Jetzt muss ich hier mit der Hand Dirt abbauen, wie in der ersten Folge. So.
Wundervoll so. Also wir machen das hier so, wie ich es gemacht habe. Also hier mit den Balken so. Dann können wir hier eigentlich schon mal nochmal Blöcke hinsetzen. Dagegen platzieren wir die dann gleich. Das bedeutet hier, zack, 2. So in etwa sollte das dann aussehen. Und wie wir das denn hier machen, das ist ein bisschen anders. Und zwar platzieren wir dann hier die Halbsteine so. Also mit so einem halben Steinversatz quasi. So, und in den obersten hier packen wir jetzt noch Glowstone, den ich da habe. Und dagegen den Glowstone platzieren wir dann nochmal Falltüren. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Das bedeutet hier Glowstone in die Mitte. Und dann hier jeweils einen halben Stein höher jeweils die dunkleren. Und das sieht dann halt so aus, als hätte man hier nochmal so einen Bogen, der so ein bisschen verstärkt ist vielleicht. Und auf der anderen Seite dann halt diese dunkleren Elemente. Ist eigentlich ganz cool. Und was ich vergessen habe, hier ist das Ding da. So, dann machen wir hier das gleiche nochmal. Und damit sieht die Decke dann schon mal ziemlich nice aus, wie ich finde. So, und hier machen wir das Ganze auch nochmal ein bisschen anders. Und zwar platzieren wir dafür hier oben wieder diese Balken und entrinden die auch. Und dann machen wir hier nochmal einen Balken hin. Ja, wobei, so meine ich. Zack. Und dann platzieren wir darunter jeweils nochmal Halbsteine. Und hier oben müssen wir das Ganze allerdings offen lassen, weil da geht ja die Leiter dann nach oben im Endeffekt. So, aber hier können wir die beiden zum Beispiel schon mal wegmachen. Oder platzieren wir dann jetzt sowas rein. Und ja, okay, ich habe echt keine Schaufel, ne? Hier kommen dann halt Öfen rein und irgendwelche anderen coolen Sachen und so, die wir halt öfters mal brauchen. Und dann kann ich hier eigentlich schon mal dieses Ding hier wegmachen. Das war nur, damit wir da drauf mal stehen können. Wo ich da oben natürlich auch noch was machen müsste. Da baue ich mich jetzt aber mal so hoch. So, das bedeutet auch, ich hätte echt eigentlich gerne Schaufel, aber was sollen wir machen? So, wenn wir das hier alles weg haben, dann platzieren wir hier nämlich auch nochmal ganze Balken. So, und da oben machen wir rein, was machen wir da rein? Einfach so Holz. Und jetzt halt die Frage, entweder lassen wir das so, oder wir machen das auch zu so einem gedingsten Holz. Ich würde sagen, wir lassen es einfach so, oder? Oder mache ich das? Ich will mal gucken, wie das so aussieht. Ich finde es so eigentlich vielleicht doch besser. Guck mal, wie das von außen aussieht, das sieht man nicht, das ist sehr gut. ja, wir lassen es einfach so, das sieht eigentlich ganz gut aus, so. Dann haben wir jetzt hier eigentlich so weit, hier geht es wie gesagt dann nach unten. Aber da mache ich erstmal einfach nur einen Block hin. Und hier mache ich dann auch Fichtenholz hin. So. Ist hier zwar ein bisschen dunkel, aber das liegt glaube ich nur an dem Shader, also eigentlich ist es da glaube ich gar nicht so schlimm dunkel. So, hier machen wir dann gleich die Leiter nach oben. Da müssen wir dann natürlich hier nur noch die ganzen Steine austauschen. Und was dann hier natürlich noch fehlt, ist noch ein bisschen roter Teppich. So, dann haben wir eigentlich schon das Lager an sich soweit fertig. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch ein paar mehr Kisten. Das können wir dann natürlich auch nochmal schnell machen. Hier, zack. Hier machen wir noch mehr. Ich glaube, brauchen wir noch mehr. Könnte fast sein. Also insgesamt sind dann hier drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achso, hier habe ich es falsch gemacht, fällt mir gerade auf. Hier wollten wir ja nicht so ein Element dazwischen haben. Habe ich das auf der anderen Seite? Ja, da habe ich es auch falsch gemacht. So, wir wollten ja hier in der Mitte einfach die Kisten ganz nach unten gehen lassen. So nämlich. Das sieht dann zum einen noch ein bisschen cooler aus, weil es halt ein bisschen abwechslungsreicher ist hier das Lager. Und zum anderen so Cobblestone zum Beispiel, da werden wir eh ziemlich viele Kisten von haben. Dementsprechend kann man das auf jeden Fall so lassen. So, dann verbinde ich die nochmal und dann zählen wir mal durch, wie viele Doppelkisten wir hier haben. So, zack. Ich glaube, ich brauche sogar noch mehr Kisten. Ah, schon krass hier, wie viele Kisten hier da. Also es ist ein relativ kleines Lager tatsächlich, aber es passen halt trotzdem echt ganz schön viele Kisten hier rein. Ist immer wieder krass, wenn man das so sieht, weil, wie gesagt, von außen sieht es halt echt nicht so groß aus, aber hier wird so viel reinpassen. Und es sollte auf jeden Fall für den Anfang hier auf jeden Fall reichen. So, hier brauchen sogar noch mehr Kisten. So. Müssen hier, oh ja, da brauchen wir noch mal mehr Kisten. Wir brauchen noch über ein Stack Holz insgesamt. Das bedeutet, ich mache hier schnell, zack, den einen Stack. Dann brauchen wir immer noch welches. Ich mache einfach hier, zack. Dann, ich glaube, ich brauche sogar noch mehr Kisten. Ich glaube, zwei müssen es dann noch sein. Ich hoffe, ich habe mich jetzt im Kopf nicht verrechnet. So. Ja, ich glaube, ich habe mich doch verrechnet. Oder fehlt hier noch was? Okay. Ah, ist egal. So, zack. Dann haben wir jetzt nochmal zwei über. Die stellen wir dann einfach irgendwo anders hin oder so. Mal gucken. Kissen kann man nie genug haben. So, das Ganze sieht jetzt schon mal relativ nice aus, aber wir können natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr verzieren hier. Und zwar nehme ich dafür nochmal hier ein paar Schilder mit. So. Und zwar klappen wir jetzt von hier, von dieser Seite, Falltüren auf. So, und dann oben platzieren wir dann eine Reihe Schilder. So, das sieht dann nochmal irgendwie relativ cool aus, nochmal tatsächlich. So, und hier würde ich sagen, machen wir, ich glaube, ich habe hier drin, vielleicht haben wir hier auch noch mehr Holz, ne, haben wir nicht, okay. Aber Knöpfe, die können wir auch benutzen. Ich mache dann hier oben nochmal Knöpfe gegen, sieht dann eigentlich auch nochmal ganz cool aus. Hat, wie gesagt, eigentlich keinen Sinn, aber einfach nur zur Dekoration eben. Und hier würde ich sagen, machen wir dann auch nochmal ein bisschen
Steg-Atmosphäre hier mit so ein paar Fensen halt. Und dann normale Steine haben wir hier auch nicht, ne? Aber Leitern können wir schon mal mitnehmen. Und dann ist soweit das meiste eigentlich schon fertig. Aber wir werden natürlich hier noch ein bisschen mehr dekorieren. Das wäre sonst ein bisschen todeslangweilig. Und einrichten müssen wir das Ganze auch noch. Und hier fehlt ein Halbstein. Zack. So. Dann haben wir jetzt schon mal die Leiter nach oben. Und dann können wir hier oben mal gucken, was wir hier noch alles haben, was wir benutzen könnten. Auf jeden Fall brauche ich erstmal ganz normale Steine. Hier haben wir normale Steine. Dann nehmen wir noch... Falltüren wären cool. Eigentlich brauchen wir noch mehr normales Holz. Aber sieht nicht so aus, als hätten wir hier viel normales Holz. Dann fällen wir hier einfach nochmal ein paar Bäume. Die sollen ja hier sowieso erstmal alle weg und dann werden wir die mal richtig pflanzen, wie sie halt im Endeffekt dann später sein sollen. In einer der nächsten Folgen werde ich übrigens auch hier einfach mal alles so ein bisschen verschönern, weil ich finde, das geht so ein bisschen unter. Und das ist eigentlich was, was ich ziemlich oft mache, damit halt, also so einfach nur Kleinigkeiten, aber damit die Welt halt, mit vielen Kleinigkeiten sieht die Welt halt so viel besser aus. Und das haben wir jetzt noch relativ wenig gemacht und auch zum Beispiel das Dorf, da könnte man halt so viel machen. Und das wird auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen sein und da werde ich euch dann wieder ein paar coole Ideen zeigen und Bautricks und sowas. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Wir wollen jetzt erstmal hier zumindest jetzt das Lager fertig machen. Und okay, der hat sich einfach umgebracht. Der wollte wohl nicht mehr so unbedingt leben. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Tinte. Und wie schnell das auch dunkel wird, wenn es erstmal Nacht wird beim Shader. Das ist auch krass. So, dann können wir jetzt mal schnell pennen gehen. Und dann machen wir den Rest da unten nochmal. Und was wir auch noch brauchen, ist Leder für die Item-Frames, also für die Bilderrahmen quasi. Leder habe ich wo? Eigentlich müsste ich Leder haben, sonst müssen wir die Tiere dann noch... Als ob ich kein Leder habe, das glaube ich ja nicht. Ein Leder, krass. Habe ich nur ein Leder? Ach ja, ja, okay, dann müssen wir echt gleich nochmal ein paar Kühe killen. Ich glaube, ich habe das ganze Leder echt für die Bücher gebraucht anscheinend. Keine Ahnung. Muss ja anscheinend. Ach, keine Ahnung. So, wir machen jetzt erstmal noch ein paar Öfen hier. Zack, 6 Stück. Brauchen wir zwar nicht, aber 3 Stück immerhin. Und dann können wir da drinnen eigentlich... Habe ich hier Kohle vielleicht? Hoffentlich. Ja, 8 Kohle. Dann können wir nämlich hier schon mal ein bisschen Cobblestone brennen, damit wir gleich nochmal... ein paar Armor-Stands machen können. So. Und dann platzieren wir... Was wollte ich denn jetzt machen? Ich hab's vergessen. Ach so, ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, was wir machen. Ja, 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 ja. Ich weiß doch. Ich weiß doch, was ich machen will. Natürlich weiß ich das. So, nee, das will ich nicht. Ich will sowas hier. Dafür brauchen wir mehr Sticks. So. Davon brauchen wir ein paar mehr. Und zwar insgesamt 4 Stück. Bedeutet mehr Sticks. Und mehr davon. War das so rum? Ja. Super. So, und zwar machen wir jetzt hier nochmal einen Platz für Armor-Stands, also für die Rüstungsständer quasi. Und zwar platzieren wir jetzt, also hier sind 2 Blöcke und auf den unteren Block davon platzieren wir Falltüren. So. Das machen wir denn hier auch nochmal. Und es ist halt wichtig, dass sie auf der Unterseite von Blöcken sind, weil dann können wir genau darunter diese Türen hier machen. Die klappen wir auf. Und dann sieht das aus wie so eine Halterung. Und da oben drauf kommen nämlich gleich Armor-Stands. Das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Und dann können wir auch noch Banner hier eigentlich hinhängen, wobei ich zu wenig Wolle für sowas habe. Aber wir müssen jetzt sowieso nochmal Kühe killen, damit wir ein bisschen Leder haben für die Item-Frames, damit wir halt beschriften können. So, und da kann ich euch eigentlich mal hier hinten nochmal zeigen, was denn hier sich so verändert hat, weil ich habe ja hier relativ lange gespielt und ganz viele Ressourcen gefarmt hier in der Ecke von der Welt. Das habe ich halt nie aufgenommen, weil es ist halt langweilig, wenn ich da auf K rumstehe und warte, bis die Bäume wachsen. Aber ich kann euch trotzdem mal zeigen, wie das hier aussieht. So. Und hier diese wundervolle Brücke hier mit den Dirtblöcken, wo man rüberspringen kann. Na, das ist einfach große Klasse. Also hier habe ich dann die ganze Zeit Bäume angepflanzt. Und so ein paar Bäume hängen hier immer noch, weil ich die nicht abgebaut habe. Und die sind dann die ganzen Hühner, die ich hin und wieder mal vermehre. Und hier haben wir dann die Kühe und die werden wir jetzt nicht vermehren, sondern mal ein bisschen dezimieren hier, weil wir Leder brauchen. So. Irgendwann werden die Kühe hier sowieso alle verschwinden und halt bei uns im Lager irgendwo sein, also im Garten. So. Wie viel Leder haben wir denn? 10. Wie viel brauchen wir dann? Wir brauchen auf jeden Fall mehr als 10. Jetzt haben wir 22, okay. Könnte schon reichen. Ich überlege gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay, 20 bräuchten wir, das reicht ja schon. Und da vorne haben wir noch rote Schafe, die kann ich auch nochmal ein bisschen scheren. Damit wir hier ein bisschen mehr Wolle kriegen für die Banner, die wir noch machen müssen. Oder, was heißt müssen, aber können. Und da hinten sind ja auch die Pferde, die weißen. Da werden wir uns nachher, glaube ich, auch nochmal eins zähmen. Denn die Folge geht, glaube ich, noch nicht so lange. Also ich nehme jetzt 45 Minuten auf. Aber ich werde ja einiges rausschneiden, so wenn ich da irgendwelche langweiligen Sachen mache, so mehr oder weniger. Und ich will eigentlich so die Folgen so zwischen 20-30 Minuten haben, damit man halt schon einiges sieht, aber damit es halt nicht zu lange dauert. Das ist so die Idee, irgendwie da so ein Mittelmaß zu finden und da finde ich halt 20-30 Minuten eigentlich okay. Könnte ich ja auch mal schreiben, ob ihr das okay findet, wenn die so lang sind, weil sonst, wenn ich Tutorials mache, gehen die ja vielleicht 3 oder 4 Minuten. Meistens. Jetzt haben wir 9 Stück davon, das reicht natürlich nicht. Aber hier ist halt nicht mehr Wolle.
Dann machen wir das einfach irgendwann später. So. Und dann machen wir jetzt die Armor Stands. Wir machen noch die Beschriftung. Und wir fangen uns ein Pferd, würde ich sagen. Das müsste eigentlich noch reichen für die Folge hier. Und dann das Einräumen, wie gesagt, oder das Sortieren von den Items, das werde ich dann halt auch offscreen machen quasi, also nicht aufnehmen. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch sehen will, wie ich da irgendwie 20 Mal hoch und runter laufe und dann immer Dirt in die Dirt-Kiste schmeiße und so weiter. Das glaube ich, weiß nicht, glaube ich nicht so spannend zu sehen. Aber das Bauen, wie gesagt, ist halt dann doch ein bisschen spannender wahrscheinlich, damit ihr halt seht, wie, oder was ich mir dabei gedacht habe, oder ob ich mir dabei was gedacht habe. Und wir müssen hier auf jeden Fall außen auch nochmal den Fels ein bisschen schöner machen, weil hier sieht man jetzt zum Beispiel noch Holz durch. Das wollen wir natürlich im Optimalfall nicht sehen. Und ich würde sagen, ich spamme jetzt erstmal hier so ein paar Sachen einfach in diese Kiste hier rein, damit wir mal ein bisschen Platz im Inventar haben. Wobei ich Holz brauche tatsächlich. Zack, wir brauchen nämlich eine ganze Menge Sticks. So, und zwar machen wir jetzt hier die Bilderrahmen. Wir brauchen noch sehr viel mehr Sticks tatsächlich. Ich mache hier einfach das ganze Holz zu Sticks einfach. So. Weil wir brauchen nämlich auch noch Sticks für die Armor Stands tatsächlich. So, und dann machen wir hier nochmal welche. Das müsste dann reichen. Gucken wir mal, ob da schon ein bisschen... Ah, shit, ich hätte... Na, egal. Okay, wir müssen jetzt nochmal hier das Ganze nochmal brennen, so. Wir können jetzt aber schon mal beschriften. Und zwar machen wir das so, dass diese beiden Kisten hier, die haben quasi dasselbe Item oder dieselbe Item-Familie, sage ich mal. Ich mache es nämlich meistens... Oh, wie habe ich das denn geschafft? Ich mache es nämlich meistens so, dass in einer Kiste halt nicht nur ein Item drin ist, sondern halt so eine Art von Items. Also das bedeutet, ich mache hier zum Beispiel auf das Schild eine Spitzhacke und dann sind da aber nicht nur Spitzhacken drin, sondern halt Werkzeuge. Oder ich mache da einen Setzling drauf und dann sind da halt aber alle Setzlinge drin. Oder Blumen, ne? Alle Blumen. Oder an sich Pflanzen, Cobblestone, da sind dann halt alle Steine drin. Beim Dirt ist dann auch... Hey, was ist das? Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich gemeint habe. So. Dann haben wir sogar noch zwei Bilderrahmen über. Die können wir dann irgendwo anders für benutzen, so. Dann brauchen wir jetzt, wie gesagt, die Armor Stands gleich nochmal. Und ich würde sagen, wir können ja schon mal ein bisschen was einsortieren. Und zwar, was wir ziemlich viel haben werden, das kommt in diese großen mittleren Dinger. Und das ist auf jeden Fall Dirt-Sachen und Cobblestone-Sachen. Das bedeutet, hier mache ich zum Beispiel Cobblestone rein und da Dirt. Und dann machen wir hier halt alles mögliche an Steine rein und hier halt Dirt und Gravel und solches Zeug halt alles. Was wir auch noch viel haben werden, ist Holz. Oh ja, ich nehme mal hier das hier einfach, so Holz. Und was haben wir denn noch richtig viel? Also ich mache da Holz rein und was könnte man noch machen? Wovon haben wir denn noch richtig viel? Ich muss überlegen. Ich guck mal oben, was wir oben so alles haben. Dann können wir schon mal ein bisschen sortieren, während da die Rüstungsdinger sich brennen quasi. So, wir haben auf jeden Fall Werkzeuge. Das kriegt nochmal eine eigene Kiste. Wir haben Schwerter und ich mache mal Waffen und Werkzeuge in verschiedene Kisten. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier Nutzpflanzen. Da würde ich sagen, nehmen wir dann mal irgendwie Weizen oder sowas als Bild dafür. Dann haben wir normale Pflanzen, dann nehmen wir das für. Wir haben Redstone-Sachen. Wir haben Monster-Drops, wir haben Tier-Drops. Das nehmen wir auch nochmal. Das reicht erstmal. Ich guck mal, wie viel wir denn schon mal haben. So, und ich würde sagen, wir machen mal hierhin Dings-Drops. Also Monster und Tiere kommen hierhin. Dann machen wir da oben Pflanzen und Nutzpflanzen. Auf die andere Seite machen wir auf jeden Fall Redstone. Und dann machen wir daneben Redstone-Maschinen quasi. Hier machen wir dann hin, oder warte, das ist hier vielleicht besser, Werkzeuge und Waffen. Dann haben wir immer noch so viel Platz. Werkzeuge, Höllensteine, Höllensteine brauchen wir auch noch. Also halt, da kommt dann alles rein, was halt, wie gesagt, aus einer Hölle kommt, aus der Hölle kommt. So. Dann können wir noch Farbsachen machen, das bedeutet einmal farbige Blöcke und einmal halt Farbstoff. Davon habe ich nämlich auch immer ziemlich viel, weil ich die halt relativ oft benutze. Dann machen wir auf jeden Fall noch was für Essen. Und ich nehme mal hier Farbstoff von der blauen Blume einfach dann. Zack. Was gibt's denn noch? Was könnte man noch machen? Das hier können wir... Ne, warte, das ist vielleicht ein bisschen doof. Haben wir irgendeine Redstone-Maschine schon? Ich glaube nicht. Sonst nehme ich dafür echt einfach den Haken erstmal. So. So als Sinnbild für Werkzeug, für Redstone-Maschinen. So, aber wie gesagt, wie ihr das Ganze halt sortiert, ist natürlich auch komplett euch überlassen. Ich mache das jetzt hier nur mal als Beispiel. So. Hier kommen dann Höllensachen rein. Bedeutet alles, was mit Hölle zu tun hat. Dann würde ich sagen, wir machen mal die Waffe nach oben. Sag mal, die werden wir nicht so oft brauchen. Und dann mache ich hier noch Essen hin. Hier machen wir dann Farbstoff hin und gefärbte Blöcke und was auch immer alles. Dann haben wir das Ganze schon mal relativ weit. Und ich würde sagen, das reicht sonst erstmal. Und sonst wird uns ja einfallen oder auffallen, wenn wir noch irgendwas brauchen. Und hier tue ich dann... Das Ding ist, zum Beispiel auch so Türen zum Beispiel. Sind die jetzt bei Holz oder sind die bei Redstone? Ich würde sagen, wir machen die zu Redstone-Apparaturen. Ja, doch, machen wir so. Dann machen wir hier das rein, dann habe ich hier nochmal Redstone-Knöpfe. Dann haben wir hier nochmal Mob, nicht Mob-Drops, sondern Tiere, Tier-Drops.
Wobei, Mobs sind ja auch Tiere. War es auch egal. So, dann machen wir hier Werkzeuge rein. Fackeln sind für mich auch Werkzeuge tatsächlich. Und Eier sind dann wieder hier für die Tierdrops was. Ich würde sagen, wir schnappen uns dann hier vorne mal die Kiste nochmal. Bauen die mal eben ab. Ich habe eben, glaube ich, die Axt weggetan, oder? Das war nicht so schlau. Naja, dann müssen wir das hier halt mit der Hand abbauen. Aber wir könnten noch eine Kiste machen mit so wertvollen Sachen, also mit Diamanten und ne, Eisen und so weiter und so weiter. So, das können wir auf jeden Fall nochmal hier vorne, denke ich, hin machen. Wobei, wir können das eigentlich auch da oben hin machen, so zack. Und dann machen wir hier nämlich noch in Gravel und Sand. Sand kommt daneben dann einfach. Und diese anderen Steine, die packe ich dann einfach hier bei Cobblestone mit rein. So. Zack, zack, zack. Und vor allem, ich wollte das eigentlich nicht machen hier. Mit dem zeigen, wie ich das einsortiere, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ich filme das jetzt mal da rein und dann machen wir hier nochmal schnell die Dingsbums fertig. Die Armor Stands. Und zwar brauchen wir insgesamt ja von jetzt 4 Stück. Das bedeutet so und dann zack, 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 zack. Jetzt haben wir 6 Stück, aber ist auch egal. Und jetzt hier in der Mitte machen wir dann einmal kurz noch einen Turm. Und dann müssen wir nämlich da oben, glaube ich, immer die Blöcke wegmachen. Ja, müssen wir tatsächlich. Dann brauche ich nochmal die Axt. So. Weil, sonst können wir da keinen Armor Stand hin platzieren. Das bedeutet, wir machen die Halbsteine hier nochmal alle weg. So, zack. Dann lassen wir da einen Armor Stand drauffallen. Okay, der ist vielleicht ein bisschen schief. So, machen wir mal, dass das gerade ist. Der ist auch gerade. Der ist jetzt hoffentlich auch gerade. Ja, wundervoll. Dann können wir nämlich die Halbsteine da wieder gegen platzieren. Und dann sieht das Ganze hier wieder aus wie neu. Zack, den hole ich mir auch nochmal. Und das sieht halt dann relativ cool aus, weil das so aussieht wie so ein Podest, so ein kleines. Und dann würde ich sagen, ist eigentlich das ganze Lager schon mal soweit fertig. Ich stelle hier einfach nochmal ein bisschen was hin. Jetzt müsste man natürlich noch ein bisschen die Felsen hier hübsch machen, aber ich denke, das ist auch nicht so schwierig. Und ja, die Treppe nach unten müssen wir noch machen, da oben müssen wir noch ein paar Blöcke austauschen. Aber so im Groben ist das Lager fertig, muss jetzt nur noch eingerichtet werden. Und ja, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Lager in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Lager, vielleicht baut ihr es ja nach. Und ja, bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao. Und am Ende der Folge, wo ich schon aufhören wollte, taucht er wieder auf, der unsichtbare Händler. Ist einfach schön, oder? Und der hat nicht mal gute Angebote. Doch, der hat gute Angebote. Den Jungle Sapling, den hole ich mir. Naja, aber in der nächsten Folge hole ich mir den. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.